In den letzten Jahren sind viele neue Anleger an die Börse gekommen. Momentan haben wir über 12 Millionen Menschen in Deutschland, die in Aktien und Aktienfonds, ETFs investieren. Doch einige stehen noch am Rand und fragen sich, wie geht das eigentlich? Was kann ich mit meinem Geld denn tun für einen langfristigen Vermögensaufbau? Und da haben wir heute die Expertin da, Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin. Jessica, schön, dass du da bist. Danke dir. Wenn wir darüber reden, dass Leute eigentlich gerne was machen würden fürs Alter, aber gar nicht wissen, wie, ist dann die Frage, wie kann man sich dann sortieren und vielleicht möglichst ohne Risiko was tun? Also ich bin ganz fest davon überzeugt, ohne Aktien geht keine vernünftige Altersvorsorge, geht kein langfristiger Vermögensaufbau. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat und sich dann dazu entschieden hat, loszulegen, dann stehen natürlich viele vor diesen Hürden und denken, oh Gott, was mache ich denn jetzt und wie geht es? Und es geht eigentlich relativ einfach mit den von dir schon genannten Fonds und ETFs, also börsengehandelten Indexfonds. Da muss ich mich natürlich was entscheiden. Man sollte dann möglichst global investieren, also weltweit. Ich brauche ein Depot, das eröffne ich bei meiner Bank oder bei einer Online-Bank, bei einem Online-Broker, da ist es meist günstiger. Und dann muss ich mich halt entscheiden, wie ich investiere, wie ich loslege. Aber auch das ist alles gar nicht so schwierig. Dann geht es ja auch um den Anlagehorizont. Also manche Leute sind ja Daytrader, die gehen an einem Tag 100 Mal rein und raus in Aktien. Aber die meisten wollen ja eigentlich langfristig investieren, fürs Alter vorsorgen, was zur Seite legen, was nicht auf dem Konto einfach nur so rumliegen soll. Was heißt denn aber dann langfristig? Also langfristig, das sollten mindestens 10, besser 12 oder 15 Jahre sein. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass das Aktienrisiko, das Verlustrisiko mit der Zeit, mit der Anlagedauer schwindet und man dann irgendwann eigentlich immer im Plus ist. Es gibt so ein schönes Renditedreieck für den DAX, das gibt es auch für den MSCI World, da sieht man das sehr schön. So ab 15 Jahren passiert, gibt es keine roten Phasen mehr. Und das ist besonders wichtig und man muss aber eben breit streuen, man muss dabei bleiben. Und das kann man über eine Einmalanlage tun, das kann man über einen Sparplan tun. Ja, erfolgreich investieren, so heißt auch dein neuestes Buch mit den besten Börsenstrategien. Also ich glaube auch, eine Strategie zu haben ist wichtig, aber wie finde ich die denn? Also erstmal muss ich mir Gedanken darüber machen, erstmal, was ich für ein Ziel habe. Und das kann eben langfristiger Vermögensaufbau, Altersvorsorge sein. Da gehört dann auch gleich der Anlagehorizont dazu. Wenn du 20 bist, ist der natürlich dann länger, als wenn du 50 bist. Und dann muss man sich eben überlegen, was man für ein Typ ist. Ich bin sehr risikoaffin. Ich habe eine sehr hohe Aktienquote. Andere sind da vielleicht vorsichtiger oder haben gerade erst die ersten Schritte vor sich noch an der Börse. Und die würden dann vielleicht eine geringere Aktienquote wählen. Also ich bin bei 80% Aktien, 20% Anleihen. Das ist recht sportlich. Andere fangen vielleicht mit 30% Aktien an. Und das braucht man so ein bisschen als Vorüberlegung. Und dann muss man sich natürlich anschauen, in was man denn investiert. Und da bin ich eben ein großer Fan von breiter Risikostreuung und dann eben diesen börsengehandelten Indexfonds. Und da gibt es ja ganz tolle Indizes, MSCI World, Weltaktienindex, MSCI Emerging Markets. Das sind dann die Schwellenländer oder die Kombination aus beiden. Das ist dann der MSCI All Country World. Und damit kann ich dann zum Beispiel meinen Aktienanteil bestücken. Und es gibt ähnliche ETFs eben auch für Anleihen. Und das geht relativ einfach mit ganz einfachen Strategien. Es kann aber auch ein bisschen ausgefeilter werden. Jetzt fragen mich auch immer ganz viele, ja, soll ich einmalig, wenn ich Geld auf der Bank habe, soll ich das einmalig irgendwo reinpacken, zum Beispiel in einen Fonds, oder soll ich lieber einen Sparplan machen? Was würdest du da sagen? Also man kann beides machen. Ich mache zum Beispiel auch beides. Es gibt bei beiden Vor- und Nachteile. Wenn ich eine Einmalanlage habe, dann muss ich mich ja wirklich entscheiden, jetzt. Ich muss jetzt die Ordermaske ausfüllen und drücken. Und damit haben viele ein Problem. Das ist dieses Timing. Ist das der richtige Zeitpunkt? Wäre es vielleicht noch mal günstiger? Oder bin ich schon zu spät? Und das ist so ein emotionales Problem. Aber der Vorteil ist natürlich, man hat das Konto dann einmal leergeräumt und muss sich nicht mehr kümmern. Und langfristig ist die Einmalanlage auch die bessere, also bringt mehr Rendite, aber sehr langfristig, nicht bei 10 oder 15 Jahren, sondern dann eher bei 30 und mehr Jahren. Das ist das eine. Und beim Fonds- oder ETF-Sparplan, das ist natürlich schnell und einfach eingerichtet. Ich wähle meine Summe, meine Sparsumme monatlich, quartalsweise. Das geht in der Regel bei 25 Euro los, oft auch mit geringeren Summen. Und dann läuft das Ding einfach vor sich hin. Das ist natürlich super praktisch. Ich bin sehr flexibel. Ich kann diese Raten jederzeit anpassen. Also wenn die nächste Gehaltserhöhung kommt, vielleicht ein bisschen hochsetzen. Und
kann so schon mit kleinen Summen super gut starten und muss mich um nichts mehr kümmern. Das ist auch praktisch. Das Einzige, was natürlich sein muss, das Konto muss gedeckt sein. Aber wenn das mal nicht so ist, dann fällt eben meine Sparrate aus. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Vor allen Dingen aber hat eigentlich beides Vorteile. Hauptsache man fängt überhaupt an. Für Anfänger ist natürlich so ein Sparplan super, weil man mit so ganz kleinen Summen und sehr automatisch loslegen kann. Ich glaube, kümmern ist auch ein gutes Stichwort, weil man muss ja immer wieder mal checken, wo stehe ich gerade, sind die Investments, laufen die, und da wäre das Stichwort Rebalancing. Ja, also man muss ab und zu draufschauen, ganz richtig, vor allen Dingen, wenn man sich für eine Strategie entschieden hat und sehr, sehr überlegt handelt und sagt, ich möchte 50% Aktien und 50% Anleihen. Diese Quoten werden sich verschieben, unweigerlich übers Jahr, weil mal laufen die Aktienmärkte besser, mal die Anleihenmärkte, in der Regel sind es die Aktienmärkte. Und da kann es teilweise zu recht großen Verschiebungen kommen. Also wenn wir ein richtig gutes Börsenjahr haben mit vielleicht 10% Kursgewinn, das ist gar nicht so selten, dann verschiebt sich das alles in meinem Portfolio natürlich. Und nach 2 oder 3 Jahren stehe ich dann vielleicht nicht mehr bei 30% Aktien und 70% Anleihen, sondern auf einmal bei 50-50. Das ist aber gar nicht mehr meine Strategie, das passt nicht zu meinem Risikoprofil. Und deswegen sollte man von Zeit zu Zeit dieses Rebalancing machen und wieder nachjustieren. Und das kann man machen, indem man frisches Geld investiert oder indem man eben die besser gelaufene Anlageklasse ein Stück weit verkauft und die andere wieder nachkauft, so dass man die Waage wieder ausgeglichen hat. Wie oft man das machen muss, kommt ein bisschen auf die Strategie an. Wenn man eine sehr komplizierte oder ein bisschen ausgefeiltere Strategie hat, muss man vielleicht öfter mal drauf schauen. In der Regel sollte es einmal im Jahr reichen. Jetzt hast du zum einen das 7. Buch geschrieben, bist aber schon Jahrzehnte, kann man sagen, am Markt drin. Ich glaube, es gibt so viele Leute, die würden eigentlich gerne was machen. Mhm. Die sitzen seit 1-2 Jahren und denken, ich muss mich bewegen, aber die machen letztendlich erstmal doch nichts. Was rätst du den Anlegern? Es ist einfach Mut haben, einfach loslegen und dann bitte einen Sparplan abschließen, eine kleine Summe, einfach ein Gefühl für die Börse bekommen. Oft geht das sogar schon ab 10 Euro, manchmal ab 1 Euro, aber ab 25 fast überall. Und einfach mal die ersten Schritte zu machen, weil dieses immer nur am Rand vom Parkett stehen und zuschauen und staunen macht uns alle nicht wohlhabender und wir müssen was für unsere Altersvorsorge tun, das gilt für uns alle. Und da muss man einfach mal mutig sein und loslegen. Wie gesagt, es sind kleine Summen, man kriegt dann ein Gefühl für die Börse und dann wird man mit der Zeit auch ein bisschen mutiger. Auf jeden Fall. Und ich glaube, auch wenn man erstmal dabei ist, dann versteht man das auch nochmal deutlich besser und beschäftigt sich mit seinen Finanzen. Dankeschön an Jessica Schwarzer, Buchautorin und Finanzjournalistin. Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.